Eine enorme Arbeitserleichterung und natürlich eine enorme Qualitätssteigerung. Wie du das mit dem Dickschicht-Epoxy erreichst, das erfährst du jetzt. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lackademie, dem Oldtimer Lackierer Talk mit Jörg Egger, Oldtimer Meisterlackierer, und mir, André Hermann, Rosthütz-Experte von der Invento Österreich. Jörg, in der letzten Folge hat man die Lupe draufgelegt auf dem Anfang, warum der Anfang natürlich über das Endergebnis so entscheidend ist. Und einen Satz zusammengefasst haben wir gesagt, okay, du hast einen Dickschicht-Epoxy für dich herausgefunden, mit dem du eben A, nicht die Probleme hast, dass dann im Laufe der Zeit die Materialien in den Reißen, gerade der, also sagen wir so, als Alternative für den Polyester-Spritzspachtel und natürlich für den Füller, der zusammenfällt. Kannst du das unseren Zusehern nochmal sagen, in einem Satz zusammengefasst? Ja, es gibt eigentlich... Also der Polyester ist keine Alternative, muss man sagen. Der funktioniert nicht mehr. Wird dummerweise immer noch oder blöderweise immer noch eingesetzt. Mhm. Funktioniert nicht. Auf Dauer funktioniert es einfach nicht. Ich habe ein Material herausgefunden, mit dem ich enormste Schichtstärken aufbauen kann, wenn es notwendig ist. Ich muss natürlich immer unterscheiden, wenn ich keine Schichtstärke brauche vom Untergrund her, dann mache ich das ja logischerweise auch nicht. Und daher, ich gehe dann kurz ein Teil holen, zeige dann das euch, wie ich das meine. Also machen wir später, genau. Und bevor ich es vergesse, liebe Freunde der Oldtimer-Lackierung LAW, lasst uns ein Like da, lasst ein Abo da und natürlich ganz, ganz wichtig, weiterempfehlen diesen Kanal. Ich glaube, Jörg, vielleicht ist das für den einen oder anderen neu gewesen. Natürlich war für mich damals auch neu, dass man das mit einem einzigen Material, was fast null Schwund hat, dass man da so hohe Schichtstärken aufbaut. Kannst du das nochmal umreißen? Es geht quasi darum, zu Beginn sich eine Fläche zu schaffen, auf der man quasi aufbaut. Bevor wir dann eben darauf kommen, was es bedeutet für dich, für Qualitätssteigerung und natürlich vom arbeitstechnischen Aufwand. Kannst du das nochmal in ein, zwei Sätzen beleuchten, dir eine Fläche zu herzustellen sozusagen? Ja, ich tue es mal theoretisch versuchen. Es kommen dann andere Folgen, wo ich dann in die Schleiftechnik eingehe, wo mir das dann wirklich zeigen am Objekt, am Stück. Ja, folgende Vorgehensweise. Ich habe eine Rohkarosse, die in der Substanz wunderbar ist, die ist gespenglert, die ist entrostet und so weiter und so fort. Dort fange ich an mit einer Grundierung. Diese Grundierung, wo ich nehme, die kann ich gerade benutzen, für die Fläche herzustellen. Man muss sich das vorstellen, wenn ich runde, zum Beispiel Rolls-Royce-Kotflügel habe, wo konkav, konvex sind, dann macht das absolut Sinn, wenn ich eine Dickschicht-Grundierung auflackieren kann und nicht einen Spachtel aufziehen muss, weil ich ja dann die Spachtelriefen habe und die alle wieder schleifen muss. Ich lackiere das rauf, lasse es trocknen. Das ist halt zwingend nötig, dass das trocknen kann, das Material. Sonst ist das wie Kaugummi zum Schleifen und verbicktes Schleifpapier ist dann nicht machbar. Dann schleife ich das Material. Ich schleife so lang, bis ich auf Null bin. Das möchte ich jetzt erklären. Ich habe, glaube ich, den Ausdruck jetzt schon mehrmals in den Mund genommen. Was heißt das, auf Null gehen? Das heißt, wenn ich eine Fläche habe, bin ich links und rechts auf dem Blech und in der Mitte habe ich noch eine Grundierung. Dann höre ich auf zu schleifen, weil ich dann wieder Material in der Mitte aufbauen muss, für das ich das Plan machen kann. Das ist so meine Erklärung von auf Null schleifen. Mhm. Also wenn ich sehe, ich komme aufs Blech, dann macht es keinen Sinn, weiter zu schleifen. Dann starte ich den Prozess von vorne. Das heißt, ich lackiere wieder einen Dickschicht-Epoxy drauf, lasse den wieder trocknen und schleife das Ganze wieder. Und wenn ich dann eine Fläche habe, ohne dass ich irgendwo auf dem Blech bin, dann ist die super Plan, dann ist die spiegelglatt, dann kann ich weiterarbeiten. Dann ist es ein ganz konventioneller Aufbau. Außer, dass ich einen Hauch von Fülle drauf tue. Mhm. Ich gehe dort mit zwei super dünnen Schichten, dass ich die Grundfarbe habe,
also das Value Sheet, wo man ja braucht. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich einen weißen Füller nehme und einen schwarzen Lack auflackiere. Wenn ich Steinschläge habe, leuchtet weiß, blitzt weiß durch. Also entsprechend nehme ich den farbigen Füller, zwei hauchdünne Schichten, den lasse ich stehen, mindestens 2 Wochen, und der wird dann geköpft. Also der wird wirklich wortwörtlich geköpft und dann lackiere ich ganz normal drauf. Genau, das ist mein Arbeitsprozess bis zum Füllen. Okay, Jörg, ich glaube, das ist eigentlich soweit einleuchtend. Jetzt lass uns mal die Lupe legen auf den arbeitstechnischen Aufwand. Mhm. Ja? Also was das jetzt im Nachhinein bedeutet, wenn du das eben so machst, wie du das eben gerade so erklärt hast. Ja, ich hole jetzt kurz ein Teil, jawohl, dass ich euch das zeigen kann. Gut, ich erkläre euch jetzt das an dem Stück, das macht am meisten Sinn. Und zwar, das ist eine VW Käfer, ein Brezelfensterkäfer, eine Motorhaube. Der hat da vorne einen kleinen Unfall gehabt und ist gesprengt worden. Aber trotzdem habe ich natürlich gewisse Unebenheiten. Ich komme zurück, wie wir es früher gemacht haben. Wenn ich jetzt das Teil nehme, grundiere mit einer Epoxy-Grundierung und dann spachtle ich das. Jeder, der auf dem Fach ist, weiß, dass die Form brutal schwierig ist zum Spachteln. Also da spachtle ich quasi stundenlang. Und dann schleife ich und dann spachtle ich und dann schleife ich. Ich habe das mit dem Dickschicht Epoxygrund grundiert. Das ist, glaube ich, jetzt schon 2 oder 3 Monate her. Der ist super hart zum Schleifen. Und jetzt kann ich da wunderschön die Fläche schleifen. Ich kann überall auf Null schleifen. Wenn ich durch bin, beginne ich den Prozess von vorne. Das ist mal zur Form. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zu der Schichtstärke, wo ich vorhin erwähnt habe. Also ich kann pro Durchgang, na super. Schichtstärken-Messgerät, danke André. Das ist kein fakes, gell? Ja, ich habe es erklärt, ich kann 300 µ pro Durchgang kann ich aufbringen. Ich habe es erklärt vorne, Verletzung oder Unebenheiten. Jetzt werden wir mal schauen. 1385 µ. 1435, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr. Nein, ist weniger. Da zeigt er mir gar nichts mehr an. Also da bin ich drüber. 1995. Also jeder, wo jetzt sagt, das ist ein Irrsinn, der weiß natürlich auch, wenn ich jetzt das geschliffen habe, und das werde ich dann vielleicht in der nächsten Folge oder übernächsten Folge zeigen, wie wenig Material ich dann schlussendlich wirklich noch oben habe, wenn ich überall auf Null bin und nur dort Material habe, wo ich eben Vertiefungen drin habe. Macht ja absolut Sinn. Gell? Ja, das zu dem Teil. Ja? So mache ich komplette Autos, so schleife ich komplette Seiten, komplette Flächen, alles wunderbar. Ich wiederhole es, wenn ich jetzt immer noch Vertiefungen habe, dann starte ich halt den Prozess von vorne. Bis dann zum Schluss. Genau. Spiegel. Und das Material, das bleibt definitiv stehen. Das sackt nicht nach. Ich habe da null Schwund, wenn der ausgehärtet ist. Er trocknet mir in sich durch. Ich werde sicher Kommentare kriegen, dass das ein Nonsens ist, was ich da erkläre, weil ich habe das auch gesagt, ein Epoxy in den Schichtstärken, der trocknet ganz unten nicht mehr. Der bleibt immer gummig, elastisch und weich, und gibt dann Fehlerquellen. Kann euch versichern, das funktioniert. Das ist ja genau das Thema, was tatsächlich immer ab 3 Schichten, egal was man verwendet für Material, wird es dann schwierig mit dem Lösemitteleinschluss. Manche denken, nass, kann ich ja machen. Oder überhaupt, was es bedeutet, nass, aber extrem geile Geschichte. Ja, und so habe ich natürlich meinen Arbeitsprozess optimiert, muss ich schon sagen. Das ist natürlich genial. Ich muss natürlich nach wie vor noch schleifen, das komme ich nicht drum, aber einfach vom Materialmix her ist es, und auch von der Erleichterung her ist es einfach, ich finde es genial. Ja, genau. Weil du natürlich dann eine Fläche hast, auf der du aufbauen kannst, wo du weißt, wo du absolutes Vertrauen hast, hier passiert nichts hinsichtlich Haarrisse.
genau. hinsichtlich Zusammensacken. Das ist ja schon übrigens ein Thema, Fußnote dazu, in den ganz normalen Unfallreparatur. Ja, und da sind wir ja Lichtjahre entfernt von den Schichtstärken, haben wir deutlich, deutlich geringere Schichtstärken. Selbst dort ist das ja ein Riesenproblem, dass sehr, sehr viele kleine Reparaturstellen, also das ist ja der Horror schlechthin, hoffentlich nicht sichtbar werden oder andersrum die meisten Fachleute doch 10 Meter gegen die Sonne eben doch die Reparaturstelle doch sehen. Also ja. Und so. Ist eine Thematik, wissen wir alle. Und dort ist halt echt das die Problematik, dass man sich die Zeit nicht nehmen ist kann. Klar. Außer wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, und ich habe es erwähnt in einer vorderen Folge, dass wenn man mit UV-härtenden Systemen arbeitet, genau, dass ich da natürlich auch nichts mehr habe, da geht auch nichts mehr nach. Das ist dann die Technik, die man sich dann zunutze machen kann. Ist vielleicht in so einem Bereich ein bisschen schwieriger. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal. ist schwierig, es ist ein Thema von der Giftigkeit her, es ist ein Thema vom Arbeitsschutz her, für die Augen ist es ist echt ein Thema, das, die ganze UV-härtende Nummer, ja. Muss man schon gestehen. Egal. Also fassen wir im Prinzip zusammen. Wenn man solche komplizierten Formen hat, dann ist es natürlich extrem schwierig, die zu spachteln. Deshalb Punkt Nummer 1 ist es eine extreme Arbeitserleichterung, dass man die eben mit diesem speziellen Epoxy grundieren kann und sich so die Schichtstärke holt, dass man B dann Materialien reduziert oder gar weglässt, wie ein Polyester-Spritzspachtel, der natürlich die Gefahr birgt, nicht mehr so die Elastizität oder nicht mehr so elastisch zu sein, eben Spannung nicht mehr so verarbeiten kann und dadurch mikroskopische Haarrisse bildet. Oder dass man aber sogar auf Produkte wie Füller, die man vielleicht anders nutzt und nur mit deutlich geringer Schichtstärke, anstatt, was der Name sagt, Füller eben zum Auffüllen verwendet und dadurch eben die Gefahr, dass das dann im Laufe der Zeit eben nachfällt, wo dann natürlich die spiegelglatte Fläche eben nicht mehr gegeben ist. Das erreichst du alles mit diesem genialen Epoxy. Also ich würde sagen, unterm Strich Arbeitserleichterung top, qualitative Steigerung top. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, LAW, ein Like da lassen, ja, ein Abo da lassen und vor allem diesen Kanal weiterempfehlen. Ich würde sagen, für die heutige Folge soll es das gewesen sein. Und wir haben schon wieder ganz, ganz viele andere spannende Themen für euch vorbereitet. Und wir freuen uns, euch die dann bald zeigen zu dürfen und zu können. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao zusammen.